bevor das Video anfängt, das ist mein zweites YouTube-Video. Wenn dir das Video gefällt, dann gib mir einen Daumen hoch. Bin ich der Einzige, der Mathe nicht versteht? Ich mache mir jetzt erstmal ein Frühstück. Wir haben gleich wieder Homeschooling. Ich war da so richtig müde, Alter. Guck euch mal meine Augen an. Boah, ich mag diese Lehrerin einfach nicht, Alter. Weil wir hatten letztens Notenbesprechung. Und dann, also, hat mal Videokonferenz, ne? Danach hat sie mich so angerufen, hat sie dann gesagt, ja, hallo, ne? Ich so, hallo. Und dann, die so, hallo, wer kann? Ich so, ja, hallo, ne? Ey, dann legt die einfach auf. Ich so, hey, warum hat die jetzt aufgelegt, ne? Aufgelegen, okay. Aufgelegt. Und dann, nach ein paar Minuten oder so, hat die nochmal angerufen. Die so, hallo. Ich so, ja, hallo. Dann legt die nochmal auf. Ich so, hey, bin ich so verarschen, Alter? Also ist meine Note jetzt so schlecht? Nö. Und dann schreibt sie mir kurz eine Nachricht, ich so, ja, ich höre sie nicht. Wenn du mich nicht hörst, ey, dann sag das doch ganz kurz. Und dann habe ich irgendwie realisiert, dass mein Mikro nicht funktioniert hat oder so. Und ja, die gucken mich schon von draußen an. Homeschooling irgendwie sinnlos, weil wenn man in der Schule ist, dann ist man irgendwie aktiver, weil man die Aufgabe machen muss, weil man halt in der Schule ist. Und bei Homeschooling ist das irgendwie scheißegal, weil du eh zu Hause bist und du einfach so denkst, okay, der kann mir jetzt eh nichts machen, ich chill dann jetzt einfach, oder dann bist du einfach viel lockerer. Und ja, deshalb finde ich irgendwie Homeschooling sinnlos. Ist das so kalt, Alter? Vor 3 Tagen hatten wir noch 10 Grad oder so. Und jetzt einfach minus 12. Ich laufe hier so rum und haben so eine Maske. Guck mal, überall ist so Schnee, ne? Und der fließt noch. Wie fließt du noch, Alter? Wie? Im Auto Schnee drinne. Alles klar. Und dieses Auto steht da gefühlt seit einem Jahr und einfach mit einem offenen Fenster. Ich habe wieder das Auto vergessen. Egal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch und abonnieren kannst du mich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.